Bist du schon ein Hub? Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir eine ganze Menge Menschen dabei, sich selbstständig machen. Und jeder hat ein unterschiedliches Maß und Tempo an Erfolg. Und ein Grund, wie schnell du erfolgreich wirst, ob du erfolgreich wirst, ist die Frage, ob du ein Hub bist oder nicht. Die große Frage ist nun, was ist dein Hub? Und da kann ich dir eine kleine Studie, eine Untersuchung mal vor Augen führen, die in Nordamerika gemacht worden ist. Und zwar wurde an der Ostküste von USA, jetzt mal grob vereinfacht dargestellt, sieht natürlich alles ein bisschen anders aus, wurden eine Reihe von Menschen Pakete übergeben. Das bedeutet also eine spezifische Auswahl von und zufällige Auswahl von Ostküstenbewohnern haben Pakete bekommen und hatten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Pakete an die Westküste weitergereicht worden sind. Die besondere Aufgabe war nun, dass diese Personen UPS und Post und DHL, alles was es so gibt, an Zustellunternehmen nicht nutzen durften. Die Aufgabe war es also, irgendeiner Person zu geben, die dann einer anderen Person dieses Paket weitergereicht hat, und diese Person hat wieder einer anderen Person das weitergereicht, und das sind ein paar tausend Kilometer hier, bis dann schließlich hier an einem bestimmten Punkt an der Westküste alle Pakete wieder eingetroffen sind. Nun, die Aufgabe der Wissenschaftler waren, die das Projekt begleitet waren, die wollten herausfinden, wie viele Kontakte braucht es tatsächlich, um von einer Seite von USA, recht großes Land, zur anderen Seite die Pakete nur über persönliche Beziehungen weitergegeben worden sind. Und daraus ist eine Gesetzmäßigkeit entstanden, daraus ist ein Prinzip entstanden. Man hat also festgestellt, dass das also keine 100 Kontakte waren, es waren keine 1000 oder 50 Kontakte, es waren keine 20 Kontakte, es waren auch keine 10 Kontakte, sondern in der Regel waren es durchschnittlich 7 Kontakte. Und dann haben wir festgestellt, das weiter untersucht, dass jeder Mensch, also du mit irgendeinem anderen Mensch auf der Welt, genau über 7 Kontakte in Verbindung stehst. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also nehmen wir jetzt einfach mal ein deutsches Staatsoberhaupt. Nehmen wir mal Angela Merkel beispielsweise. Diese These sagt also aus, diese Forschung, dass du mit Angela Merkel über 7 Kontakte spätestens in Beziehung treten kannst. Oder mit dem amerikanischen Präsident Trump oder mit irgendeinem anderen Weltstar. Gehen wir einfach mal das Beispiel mit Angela Merkel an. Kennst du jemanden, der in der Politik ist? Ja, du kennst jemanden, der ist vielleicht bei der FDP. Ja? Dann wird diese Person in der FDP jemanden kennen, der jemand aus der CDU kennt. Wenn diese Person selbst aus der FDP nicht jemand aus der CDU kennt, kennt diese Person innerhalb der FDP jemand, der jemand aus der CDU kennt. Und derjenige, der in der CDU ist, kennt entweder selbst persönlich Angela Merkel oder er wird jemand kennen in der CDU, der jemand Angela Merkel kennt. Wir sind also hier bei 5 Kontakten, wo du einen Kontakt zu Angela Merkel hast, herstellen könntest, wenn du es wirklich willst. Und so kannst du alle berühmten Persönlichkeiten, jeden Menschen, auch wenn es ein Inder ist, den du heute noch gar nicht kennst, kennst du vielleicht jemand, der in Indien war. Oder du kennst jemand, der jemand kennt, der in Indien war oder aus Indien kommt. Und derjenige, der aus Indien war oder kommt, kennt bestimmt jemand in Indien, jemand, der aus der Stadt kommt, wo du die Person finden solltest, die du jetzt noch nicht kennst. Und die Person Nummer 4, die in der Stadt wohnt, kennt vielleicht jemand in der Stadt, der die Person kennt, die du kennenlernen willst. Also bist du dann in der 6. Position schon bei dieser völlig dir heute unbekannten Position. Nun, was bedeutet das jetzt nun im Zusammenhang mit dem Begriff Hub oder wie relevant ist das für deinen geschäftlichen Erfolg? Nun, da kann ich dir eine zweite kleine Grafik aufzeigen. Es gibt nämlich, wenn das hier ein System ist, ob das jetzt Deutschland ist oder ob das die EU ist oder ob das die Welt ist, hier gibt es sozusagen ein gesellschaftliches Netzwerk. Das heißt, diese Kreise, diese Kuller, das sind alles Menschen, das sind Personen. Und da gibt es einige Personen, die haben also tatsächlich 3 Kontakte. Und das war's. Und da gibt es andere, die haben vielleicht nur 1 oder 2 relevante Kontakte. Und da gibt es andere Personen, die haben sehr, sehr, sehr viel Kontakte, im Zweifelsfall zu allen oder vielen Personen in dem Netzwerk. Und weil diese Menschen, die ich jetzt hier aufgezeichnet habe und rot einkreise, zu vielen Menschen vernetzt sind, zu vielen Menschen verknotet sind, spricht man also auch von hier von einem Netzwerk Knoten. Und der englische Begriff für Knoten ist Hub.
ist. Das bedeutet also, wenn du dich selbstständig machst und du bist ein gesellschaftlich relevanter Hub, also du kennst jetzt nicht den ganzen Fanblock von Hertha BSC, wo die Hälfte vielleicht Arbeitslosen sind in der dritten Generation, sondern wenn du jetzt vernetzt bist zu Menschen, die produktiv sind, Menschen, die sich einbringen in Netzwerken und Politik, in Wirtschaft was zu sagen haben oder in anderen Institutionen, nun, wenn du so ein Hub bist, folglich wirst du auch häufiger weiterempfohlen. Du wirst ganz andere Kundeneintrittskanäle in den Markt haben. Wenn du allerdings den ganzen Tag zu Hause auf der Couch sitzt und deine einzigen Kontakte unbekannte Menschen sind, die sich bei dir als Facebook-Freunde eingetragen haben, nun, dann bist du kein echter Hub. Du hast wenig Beziehungen, du hast wenig tragfähige Beziehungen, du hast wenig Menschen, die dir vertrauen, wo du eine Reputation aufgebaut hast, die dich in anderen Lebensbereichen persönlich erlebt haben und sagen, jawohl, also den Daniel muss ich jetzt weiterempfehlen, weil er bisher mal so zuverlässig warst. Wenn du das alles nicht hast, nun ist es egal, welche Selbstständigkeit du aufbaust. Egal ob offline oder online, dir fehlt es an Reputation und Netzwerk. Du bist zu gering vernetzt, folglich kein Hub. Daher lade ich dich heute ein, dir Gedanken zu machen, ein Hub zu werden. Nun, wie wird man das? Also, eine Strategie hast du schon kennengelernt, wie du es nicht wirst. Zu Hause auf der Couch wirst du dich gering vernetzen und digitale Kontakte. Nun, ob die Person da tatsächlich dahinter sitzt, als diese sich ausgibt im Profil, ist fraglich. Deshalb, auch heute noch ist es relevant, dass du persönliche Beziehungen aufbaust. Klar kannst du es über Webkonferenzen, über Telefon, über Zoom-Kanäle machen, um dann zumindest den stimmlich und visuellen Kanal zu dem digitalen Kanal noch zusätzlich aufzubauen. Aber die richtigen, echten Kontakte, die macht man in Gemeinschaften, in Communities, in Clubs, in Vereinen, in Verbänden, in Interessensgruppen, in Arbeitsgemeinschaften. Und das ist meine Frage heute an dich. In wie vielen Vereinen bist du Mitglied? In einen, in keinen, in 10, in 20? Und die zweite Frage ist, in wie vielen dieser Vereine oder Clubs oder Gemeinschaften, wo du amtlich oder ehrenamtlich tätig bist, bezahlt, unbezahlt, hast du auch eine Führungsrolle? Denn wenn du in allen Vereinen immer das Schlusslicht bist, also der unterste Pinguin in der Statusskala, nun, dann wirst du A, nicht wahrgenommen, B, dein Vernetzungsgrad ist gering, C, du hast eine geringe Reputation, wenig Einfluss. Also wenn du ein Hub wirst, achte auch darauf, dass du dann in Netzwerken kommst mit Verantwortung. Wo du Vorstand bist, wo du Präsident bist, wo du irgendein Amt bekleidest, dass du auch die Chance hast, die anderen dadurch auch kennenzulernen. Klar, das kostet Zeit, Geld vielleicht noch und bringt erstmal nichts. Aber auf der anderen Seite, so ein Hub, wenn du dir diesen Hub aufgebaut hast, dann gibt es einen großen Vorteil für dich, einen großen Nachteil für alle anderen Menschen. Du kannst diesen Hub, diesen Knoten sehr schwer nur vererben. Das heißt, Kinder, erfolgreich vernetzte Hubs, die übernehmen nicht automatisch den Hub. Du kannst dir diese Beziehung nicht kaufen, du kannst dich da nicht hochschlafen, du kannst hier also nicht mit Geld und Bestechung dauerhaft tragfähige Beziehungen aufbauen. Das bedeutet also, dass deine persönliche Erfolgsgeschichte, dein Netzwerk, dein Einflussgebiet aufzubauen und dich als Persönlichkeit so zu entwickeln, dass die Menschen dich auch gerne wiedersehen wollen, wenn du mit denen Kontakt aufgebaut hast. Also zusammengefasst, ein Hub zu sein, gute Beziehungen zu haben, bekannt und beliebt zu sein, das ist kein Zufall, das ist reine Fleißarbeit. Und du kannst nur selbst entscheiden, wer wird erfolgreich. Die Person, die zu Hause auf der Couch sitzt, mit 1, 2, 3 Beziehungen, die sich nur über Facebook und Chatprotokolle kennen. Oder wenn du in vielen Vereinen und Verbänden gut vernetzt bist und regelmäßig Kontakt hast und diese Menschen entweder Zielgruppeneigenschaften oder Zielgruppenkontakte haben und dich auch gerne weiterempfehlen. Solltest du Interesse haben, so ein Hub zu werden, deine Beziehung aufzubauen, so kannst du natürlich uns als Coach und Berater der X-Group in Anspruch nehmen, für dich dein Konzept aufzubauen. Wir laden dich aber auch zu der Vielzahl von Veranstaltungen ein, die wir haben, zu den Business-Clubs, die wir haben, zu den Rhetorik-Clubs, die wir haben, um da auch ein Teil zu werden, um dich besser zu vernetzen. Gerne kannst du nun den Kanal abonnieren oder weiterempfehlen oder nutze einfach jetzt den Gutschein für ein kostenloses Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.